Vor Heidi Klums Luxus-Townhouse in New York kampieren täglich Dutzende Fotografen. Für den Sommer hat das Topmodel ihre Wahlheimat Los Angeles gegen die schicke Behausung im Big Apple getauscht. Hier kann sie ihrem Lavavito-Schnabel ganz nah sein, denn dieser wohnt gar nicht weit entfernt. Doch Heidi und Vito wurden bisher weder vor Heidis Luxusdomizil noch vor dem Haus der Schnabels gesichtet. Ich habe ihn hier noch nie gesehen, deshalb warte ich hier, ob ich ihn kommen oder gehen sehe. Der Fotograf hat so seine ganz eigene Theorie, weshalb man die Turteltäubchen nicht zu Gesicht bekommt. Ich glaube, er hat ein anderes Apartment irgendwo in New York, ich weiß aber nicht wo. Also neben der Wohnung seines Vaters. Er ist ja über 20, ich glaube nicht, dass er noch bei seinem Vater wohnt. Er muss noch irgendwo anders eine Wohnung haben, deshalb haben wir ihn auch noch nicht kommen oder gehen sehen. Eine eigene Wohnung könnte sich der 27-jährige Kunsthändler ja ohne Probleme leisten. Und romantischer ist so ein privates Liebesnest allemal.